überraschen lassen. Es gibt natürlich sehr viele Pro-Gamer wie Scara oder Hotshot GG, wobei dieser jetzt schon etwas quasi in Rente ist, wenn Ja. man das so sagen mag. Die haben auch gesagt, wenn wir das erste Spiel gewinnen oder wenn ein Team das erste Spiel gewinnt, dann hat es eine unglaublich hohe Wahrscheinlichkeit, auch da gleich mit dem 2:0 nachzuziehen. Wir werden uns da, denke ich, überraschen lassen. Auf jeden Fall. Nami jetzt hier am Warten. Oh, ganz vorsichtig gewartet. Weiß dann, alles klar, da scheint keiner zu sein. Sehen jetzt auch, dass das Team von der 1000 Kilo Hantelbank, welchen Teamnamen ich natürlich hier absolut göttlich finde, muss ich sagen. Also Ja, auf jeden Fall. wäre da hier sehr kreativer, muss aber feststellen, dass man nun hier genau auf dem Ward rumläuft. Nami da immer derjenige, der da versucht, so ein bisschen für Vision zu sorgen. Haben wir schon oft gesehen, dass die Spieler in einem höheren Bereich, also wir sind ja hier im Challenger-Bereich, man kann jetzt hier wirklich nicht von höher, sondern von der, man muss hier schon fast von der Elite reden, Auf sind jeden da sehr Fall. vorsichtig. Ja, also ist halt sehr wichtig am Anfang, sich da, wie wir auch schon im letzten Game gesagt haben, nicht da in einen Invade reinzulaufen oder vielleicht selber einen zu kassieren. Und deswegen spielen halt alle sehr vorsichtig, sticken halt echt am Anfang zusammen rum, um halt auch, selbst wenn man mal in ein Invade gerät, dann auch echt zu fünf zu sein. Wir sehen jetzt auch, dass es zu einem Lane-Switch kommt. Das heißt, man positioniert sich hier zu viel. Vielleicht wartet man da den Sack ab, aber Sack einem Bot sehr ähnlich läuft mit den Minions. Ja, so der Sack wird jetzt auf jeden Fall natürlich gegen Thresh und Vayne richtige Probleme bekommen. Und die Ahri ist Range. Und die Elise ist auch Range. Also die können da durchaus um einiges mehr Creeps farmen. Ich denke auch, dass die Ahri auf der Botlane ist. Interessante Wahl. Was denkst du, warum da nicht der Kampf gegen die Lissandra aufgenommen wurde? Ja, also ich denke mal, die Elise hat es um einiges einfacher als die Ahri gegen Lissandra. Und somit auch die Ahri hatten, sag ich mal, einen besseren Wave Clear am Anfang. Und kann somit auch besser farmen gegen Twitch und Nami. Das Exhaust ist bereits draußen. Blase wurde nicht getroffen, aber gut vorbereitet. Man hat ein Exhaust für einen Flash getradet und muss hier dazu sagen, Flash hat einen wesentlich höheren Cooldown. Oh, jetzt sehen wir aber auch, dass hier wahrscheinlich der Level 2, Level 3, eventuell Tower Dive erfolgen wird. Der Twitch pusht hier so gut wie es geht, dass hier die Ahri überhaupt keine Erfahrung bekommt. Und der wichtigste Escape Spell ist ja quasi schon draußen und Level 6 wird sie erstmal nicht Die so Sinn schnell wird jetzt hier erreichen. gegankt. Die Sinn schnappt sich hier noch den Red Buff, aber man weiß nun von Nocturnes Präsenz. Wir schauen, dass man gerade klarkommt. Sicherheitsblase geworfen von der Nami. Ziehen sich jetzt noch mal zurück. Ja, also es ist doch Vayne und Thresh in der Mitte gegen die Sandra und Elise top gegen den Zac. Der Nocturne hat natürlich jetzt anfangs ziemliche Probleme, denn nicht nur sein eigener Red ist weg, sondern auch der Gegner Red. Und hat jetzt natürlich nur den Blue Buff und hängt jetzt natürlich schon ein bisschen mit dem Level hinterher, denn der Lee Sin macht jetzt auch noch seinen eigenen Blue Buff. Das ist halt die Jungle-Änderung geschuldet, dass diese größeren Monster nun sehr, sehr viel Erfahrung bringen. Er wird, denke ich, noch das Wolf-Camp töten, vielleicht sogar sofort gankt. Nein, er gankt sofort, kann natürlich auch hier bei den. Nein, er entscheidet sich doch lieber um. Nimmt hier noch die Wölfe. Wird er durch Level 4 und damit halt eine enorme Bedrohung. Vor allen Dingen, wenn man es mit dem, wie du bereits erwähnt hast, mit dem Nocturne vergleicht. Ja. Zwei Level Unterschied. Auf jeden Fall. Also der Nocturne natürlich auch ohne Red Buff ganz schön eingeschränkt und versucht jetzt hier noch ein bisschen Oh, XP wird jetzt mitzunehmen. hier auch noch gehookt. Free Damage wird ja ausgeteilt. Oh, der dritte Schuss von Vayne wird sich nicht getraut. Wäre auch zu gefährlich gewesen. Botlane farmt da unterdessen weiter, macht natürlich Druck. Nami wird jetzt mit der Blase oder kann damit gut umgehen, hat es die Ahri erwischt. Aber immer noch am Druck machen. Was denkst du, wie dann quasi der Lane-Switch erfolgen wird? Wird man versuchen, die Midlane komplett einzureißen und sich dann eher auf die Botlane fixieren, um den Standard wiederherzustellen? Was könnte da die Taktik von der 1000 Kilo Hantelbank sein? Also ich denke mal schon, da wird ziemlich früh versucht werden, einen Tower zu drücken, gerade auf der Botlane Twitch und Nami werden auf jeden Fall, denke ich mal, ziemlich früh schon den Bottom-Turret pushen. Kommt natürlich Lee Sin hier noch an. Oh, kann ich hier seinen Schaden landen? Und es ist halt schon ordentlich. Er hat hier schon die Hälfte da abziehen können. Wird aber noch gesehen. Bleibt noch auf der Lane, um Ahri da etwas zu unterstützen. Oh, top. Wird jetzt die Elise gegankt? Zack platzt zwar, aber die Passiv. Nein, er platzt noch nicht mal. Nein. Holt sich direkt das First Blood. Wir spulen noch einmal zurück, um das hier wirklich genau zu sehen. Denn Elise hatte einen ziemlich großen Vorteil auf der Top-Lane gehabt. Hat er wirklich viel Schaden angerichtet. Signite ist nun draußen, aber er trinkt da die ganze Zeit den Trank, heilt sich dagegen, sammelt auch immer wieder die Blobs ein. Ja. Und das führt hier easy peasy zum First Blood für das Team von ESC. Für das Team von der 1000 Kilo Hantelbank, meinst du?
Ja, Entschuldigung. Genau. Ja, also das hätte auch ganz, ganz gut anders ausgehen können. Also wenn der Nocturne da jetzt nicht gewesen wäre, wäre, denke ich mal, der Zack auf jeden Fall gestorben. Oh, Hook landet. Gut gemacht, ihr von Thresh. Muss jetzt hier auf jeden Fall das Festhalten auspacken und so kann jetzt der Tower ordentlich in Bedrängnis gebracht werden. Die Thresh-Hooks landen zurzeit ziemlich gut. Auf jeden Fall. Nami ebenfalls mit. Oh, muss hier vom Charm wegflashen. Gut gemacht von Nami. Das wäre auf jeden Fall der Tod gewesen. Blase trifft leider nicht ganz. Autotext von dem Twitch sollten nicht unterschätzt werden. Expunge ist aber schon raus, obwohl jetzt erst die maximalen Stacks auf dem Lee Sin zu sehen sind. Also, man sollte das nicht unterschätzen, was der Twitch da auch schon ohne Items für einen Schaden machen kann. Aber man sieht, Vayne hat auf jeden Fall mehr gefarmt als der Twitch. Oh, jetzt landet das Charm, jetzt wurde sehr bedroht. Thresh kommt ebenfalls dazu, hilft ihr als Supporter. Kriegt ihr sogar noch die Nami, schnappt sie sich jetzt. Aber der Twitch ist immer noch nicht tot, jetzt wurde er endlich getötet. Und hier unglaublich gut reagiert von unserem Thresh. Er kam zur Botlane und hat wirklich alles richtig gemacht. Hat sogar noch den Hook so gelandet, dass er die Ratte komplett ignoriert hat. Quasi schon als tot angesehen hat. Ja, also dadurch, dass die Ahri jetzt da natürlich den Kill bekommen hat für den Twitch, kommt sie natürlich jetzt auch ein bisschen besser daran. Ist jetzt auch bald schon Level 6, also wird dann auf jeden Fall noch einfacher engagen können in die Botlane. Und man hat gesehen, dadurch, dass der Charm, dass das Charm getroffen hatte, kam Twitch auch wirklich nicht weg und kam dann schnell wieder aus seiner Unsichtbarkeit raus und hatte dann auch keine Chance mehr zu escapen. Die Sandra hier verzweifelt dabei, die Minion Waves von ihrem Tower wegzuhalten. Dort steht hier den Hook. Dieser war nicht perfekt platziert, aber der Thresh hat auf jeden Fall hier schon seinen Wert bewiesen. Hier an jedem Kill beteiligt. Ja, oben auf der Toplane, der Zack hat ein bisschen weniger Farm. Also wie ich gesagt habe, die Elise hatte es da auf jeden Fall um einiges einfacher gegen den Zack als der Renekton. Kann da ordentlich Schaden machen. Packt sogar jetzt hier die Ulti aus. Dadurch kann Zack viel Schaden anrichten und sich auch gut hochheilen. Wenn er in der Lage ist, die Blobs da nochmal einzusammeln. Jedes Mal, wenn er jemanden trifft, fliegt halt ein Blob durch die Kante. Jetzt versucht man hier mit dem Nocturne Gank so ein bisschen gegenzuhalten. Aber er ist halt noch nicht Level 6. Seine Hauptbedrohungszeit ist noch nicht. Nee. Aber man sieht, also das ist auf jeden Fall ein ganz schöner Unterschied zu der vorigen Runde. Zack macht jetzt hier Go. Sehr, sehr mutig. Wird hier gestunt. Muss natürlich schauen, dass er da nicht noch von dem Thresh erwischt wird. Und er ist halt unglaublich langsam, hat noch keine Boots. Ich denke, jetzt, schön gemacht. Konnte noch vor dem Hook wegflashen. Wäre er getroffen worden, wäre es ein sehr sicherer Kill gewesen. Auf jeden Fall, also der wäre auf jeden Fall gestorben. Gerade weil Zack auch seine Passive... Doch, er hat noch seine Passive, aber er wäre auch mit der Passive natürlich sofort gestorben. Denn Lee Sin war auch noch oben. Und das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da in dem Moment zu flashen. Und auch sehr gut reagiert vom Zack. Wir sehen jetzt auch, dass der Thresh wirklich viel roamt. Was denkst du, was da die Taktik dahinter sein könnte? Oder wird da ganz einfach sehr viel Vertrauen in die Vayne gelegt, dass sie mit ihrer Lane klarkommt? Ja, ich sag mal, Vayne kann man schon ganz gut in der Mitte spielen. Auch wird auch einige Male in der Mitte gespielt. Des öfteren mal im kompetitiven Modus. Und die Lissandra hatte halt ziemlich wenig entgegenzusetzen. Man sieht auch schon, auch wenn der Thresh ziemlich lange weg war, hat die Lissandra auf jeden Fall 20 CS weniger als die Vayne. Also sie kommt da durchaus auch alleine klar. Und Thresh ist natürlich perfekt zum Roam. Also er kann da ziemlich viel Druck auf den anderen Lanes machen. Und Vayne kann natürlich easy farmen und auch natürlich sich einen Levelvorteil erschaffen. Blue Buff konnte nicht gestohlen werden. Nun wieder der schöne Hook. Jetzt kommt die Nocturne Ulti raus. Ist mal Leute 6. Schöne Engage von der Lissandra. Hier wird mittlerweile viel Schaden raus, beziehungsweise viel CC rausrücken. Nami trifft hier ebenfalls die Blase. Ich denke, die Vayne wird sich ja gleich verabschieden, aber holt nicht den Nocturne mit. Dieser flasht sich wirklich aus absoluten Sicherheitsgründen noch weg. Jetzt muss man aufpassen, dass man von Nami nicht noch ein Fuchsfeuer ins Gesicht bekommt. Twitch macht sich unsichtbar, versucht jetzt eventuell noch etwas zu machen. Nami hier sehr unvorsichtig. Ich muss aufpassen, wenn sie jetzt. Nein! Reich hat nicht ausgereicht. Hat zwar den ein oder anderen giftigen Stack drauf bekommen, aber Expunge ist noch nicht zur Verfügung gewesen. Ja, aber sehr schön gemacht auf jeden Fall von der 1000 Kilo Hantelbank, die Lissandra. Man hat gesehen, sie hat richtig schön engaged, hat richtig viel Schaden landen können. Natürlich mit dem Nocturne zusammen dann. Also, da war schon ordentlich Damage. Oh, schön gemacht wieder von der Lissandra. Geht hier rein, hält fest und Zack springt dazu. Gut gemacht. Das Team von 1000 Kilo Hantelbank packt hier wieder ordentliche Plays aus. Auf jeden Fall. Also der Zack hatte natürlich, die Elise hatte jetzt auch keine Ward im River. Also konnte man dann auch nicht wissen, dass der Zack da in der Nähe ist. War ein bisschen schlecht, denn Lee Sin stand halt schon am Turm. Aber er hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass Zack jetzt auch schon da in der Nähe steht. Und ich denke mal, ohne den Zack hätte er auf jeden Fall überlebt gehabt. Man sieht ja auch, dass der Zack das in irgendeiner Form versucht zu kompensieren, was ihm am Farm gnadenlos wird. Die Lissandra muss da aufpassen, kriegt ja wirklich viel Schaden. Kompensiert er durch seine Kills und das macht er halt wirklich gut, dass er zwar wirklich da mittlerweile 25 Creeps hinterher ist,
Ist ihm aber relativ egal, weil er seinem Team da hilft. Ja. Das ist auf jeden Fall genau richtig. Also wenn er schon auf der Top-Lane merkt, er hat da ziemliche Probleme und kann da, auch wenn er länger in der Lane bleibt, nicht wirklich gegenhalten gegen diesen Farm, dann sollte er auf jeden Fall versuchen, den anderen Lanes zu helfen. Er hat halt durch seinen Jump und durch die Ulti halt schon ziemlich starke Ganking-Spells und ja, konnte da auf jeden Fall um einiges besser ganken als bis jetzt der Nocturne, finde ich. Was hältst du von dem Item-Bild von der Elise? Ja, sich hier mit 3 Ringen ausgestattet. Hältst du das für sinnvoll, dass man versucht, da so heftig auf Leben und auf massiven, also noch massiven Schaden zu gehen? Diese Items droppen dann ja auch ziemlich hart, weil der Verkaufswert ja auch sehr gering ist. Ja, also sie versucht dann schon ziemlich viel Druck auf den Sack aufzubauen und will natürlich auch, sie hat jetzt mit Elise jetzt nicht so den krassen Wave-Clear, also sie skillt Q hoch, das Neurotoxin, und hat natürlich nicht, jetzt wird gepaust, hat natürlich nicht den krassen Wave-Clear, den der Sack halt hat, dadurch, dass er halt ziemlich viel Schaden macht, auf mehrere Targets, auch sein Q hochgeskillt hat, Max First, macht er da ziemlich viel Schaden und kann die Wave halt ziemlich schnell clearen. Und das kann halt die Elise nicht machen. Sie kann zwar mehr farmen, aber sie kann nicht an den Turm kommen, denn der Zack kann ziemlich schnell die Creep Wave kaputt machen. Genau, er befreit sich da davon, muss dann also oder genießt dann halt die druckfreien Momente, würde ich mal sagen. Hat auch zurzeit noch keine Schuhe ausgebaut. Verlässt sich da wirklich auf den Sprung, beziehungsweise auf seinen kräftigen Sustain an sich. Aber man hat vor uns gesehen, Thrash, der roamt, ist halt eine große Bedrohung oder muss ja den ein oder anderen Summoner-Spell oder musste den ein oder anderen Summoner-Spell von ihm provozieren. Pause wurde beendet. Bin mir nicht sicher, was der Grund war. Ja, wahrscheinlich wurde ganz einfach. Kürzere Lags oder vielleicht musste einer kurz weg an die Tür oder man weiß es ja nicht. Sind ja alles normale Menschen, die auch mal außerhalb. Oh, das war gerade ein richtig gutes, unnormales Charm von der Ahri. Dieses wird wahrscheinlich in 5 Sekunden wieder auf Cooldown sein. Es ist die Frage, ob man da die Ratte aufdenken kann. Nein, Bodenschlag war noch nicht wieder da. Schade. Gut gemacht von dem von der Ratte, von dem Twitch, genau, dass er da noch dem Charm mit dem Flash entkommen konnte. Trotzdem bedrohliche Situation. Ahri und Lee Sin können sehr erfolgreich ganken. Auf jeden Fall, also Ahri ist halt, wie ich gesagt habe, mit der Ulti sehr mobil und durch den Charme wird in der Mitte hier engaged. Oh, jetzt sehen wir hier den Midlane-Gang, man fokussiert hier den Support und es hat gut geklappt. Muss natürlich schauen, dass man da nicht so oft in die Mauer reinläuft. 99%iger Slow. Tut schon weh, aber gut gemacht. Man sieht ein starker Engage. Also die Sandra kann nach vorne reingehen, kann Damage machen, kann 4 CC raushauen und Vayne ist da noch lange nicht in der Lage, da effektiv gegenzuhalten. Denn den Supporter fokussen ist ja nicht immer die klügste Wahl. Nee, aber wie du schon gesehen hast, ist halt echt, sie kann richtig viel Schaden machen. Also der Nocturne muss da gar nicht viel machen, denn die Sandra hat hohe Schadensquellen und hat sich jetzt ja auch schon das Blasting Wand geholt. Also geht da echt ziemlich früh auf viel AP und macht dadurch halt natürlich auch ziemlich viel Schaden. Da stimme ich dir vollkommen zu. Was denkst du, was da ihr nächstes Item sein könnte oder ihr nächstes Ziel? Weil man muss ja bedenken, sie hat ja immer noch ein AD vor sich auf ihrer Lane. Wird sie darauf reagieren und eventuell das Seekers Armguard in irgendeiner Form kaufen? Weil man muss dazu sagen, das Sohn des Hourglass steht diesem Champion sehr gut. Ja, also ich denke mal schon, dass sie sich vielleicht nicht als erstes Item das Sonjas Hourglass holen wird, aber schon sehr zeitnah. Vielleicht wird sie sogar auf Abyssal Scepter gehen, wobei ich jetzt auch nicht weiß, der Zack hat sich jetzt auch schon den Negatron-Cloak geholt und geht vielleicht auch selber auf Abyssal Scepter, um halt ein bisschen Magieresistenz gegen die Elise zu haben und natürlich auch für die Lissandra natürlich dann die Magieresistenz der Gegner zu reduzieren. Bei dem Zack bin ich mir sehr sicher, dass er wahrscheinlich auf die Geistersicht gehen wird. Ah, genau. Das stimmt. Item steht ihm halt schweinegut, hat aber auch trotzdem die Möglichkeit, auf die Mercury-Threads zu gehen und damit auch sich wirklich die Elise fast komplett vom Leib zu halten, beziehungsweise auch die Ahri. Wir haben halt ein sehr EP-lastiges Team auf der Seite von ESC. Ja, also stimmt, das habe ich natürlich nicht gesehen. Also er wird sich wahrscheinlich Spirit Visage kaufen und er hat dann natürlich ein bisschen mehr Sustain und Magieresistenz und ist, denke ich mal, die richtige Wahl. Also es könnte durchaus sein, dass die Lissandra dann auf Abyssal Scepter geht. Jetzt einen kurzen Fight auf der Top-Lane gesehen. Zack und Elise, unglaublich identisch. Es kommt halt darauf an, wer hier ein richtiges Item fertig bekommt. Und es sieht halt zurzeit aus, dass hier Elise wirklich dann noch die Schuhe ausgebaut hat, um dann mehr zu durchdringen. Wir können ja mal ganz kurz in ihre Statistiken schauen. Hat lediglich die Grunddurchdringung durch die Runen und die Masteries. Aber es reicht halt nicht aus. Zack hier mit 121 Magieresistenz am Start. Trotzdem noch 50% Reduzierung dadurch. Ja. Also ich wird auf jeden Fall interessant zu sehen zu sein, denn die Elise hat sich jetzt schon frühzeitig für die Homeguard Boots entschieden. Also Minute 14 Homeguards sieht man auch echt sehr selten. Also was der Plan dahinter dem Ganzen ist, kann ich jetzt auch noch nicht wirklich rauslesen. Also
hat jetzt immer noch die drei Dorans-Ringe und ja, die Homeguards schon ziemlich früh gebaut. Wir sehen jetzt hier, dass Twitch dann noch entkommen ist. Nocturne steht aber bereit. Die Frage ist, kann man da engagen? Solange Ahri ihre Ulti zur Verfügung hat, wird sie dem Fear von Nocturne definitiv entkommen können, kann also das Band lösen. Und dieses CC ist natürlich äußerst unangenehm. Die Frage ist, kann sie da was machen? Nami beschützt halt immer wieder die Desandra in der Mitte. Ja, macht sie auch auf jeden Fall oh, richtig. Das war ein sehr mutiger Engage. Kann hier natürlich mit der Nami-Ulti ein bisschen arbeiten. Sie trifft sogar noch und der Schaden reicht nicht aus. Glänzt nochmal raus. Ganz, ganz, ganz knappe Geschichte für unsere Vayne hier. Ja, man hat gesehen, die Nami-Ulti hat noch getroffen. Und dann kam auch der Flash von Lissandra. Aber sie hat sich noch, glaube ich, den letzten Tick von Ignite weggeklänzt. Ja, richtig. Das hat noch gut funktioniert. Wieder Ahri, das Charm des Todes wurde gelandet. Lissandra kriegt hier auf jeden Fall den Kill. Man ist aber vorsichtig. Sieht ja, dass Twitch und Nocturne am Start sind. Geht ja noch mal ganz kurz mit dem letzten Zipfel der Ahri-Ulti rein. Hat nicht ganz funktioniert, trotzdem erfolgreich für das Team von ESC, konnten die Sandra ausschalten, die ungewöhnlich lange auf der Lane geblieben ist. Und vom Itembild her sieht es sehr danach aus, dass sie sich die Rabadons Todeshaube zuerst holen wird. Okay, also sie versucht da schon sehr viel Schaden zu machen an, im relativ ja, frühen Stadium des Spiels. Also sie hat natürlich dadurch ziemliche Mana-Probleme, kann natürlich nicht permanent im Teamfight bleiben und ist auch ziemlich squishy, da sie keine Magieresistenz hat, gegen halt ein Team mit Ahri und Elise. Also muss sie da auf jeden Fall sehr auf Positioning achten. Oh, ESC konnte hier relativ entspannt den Dragon holen. Man konnte die 1000 Kilo Hannibal konnte da nicht contesten, wenn halt der EP-Lauf fehlt. Wird es da relativ schwierig vom Damage-Output her. Sieht noch, dass die Midlane immer noch ein starkes Fokusziel ist. Aber der einzige Tower ist halt bisher für das Team von ESC auf der Botlane gewesen, obwohl diese Lane ja 1-2 gegen 1 war. Ja, also dadurch, dass sie halt den Twitch gekillt haben am Anfang, konnten sie natürlich auch direkt den Tower drücken. Man sieht hier, die Ahri ist natürlich, auch wenn sie jetzt zwei Kills hat, liegt sie 50 CS hinter der Lissandra. Hat natürlich unten gegen zwei gespielt, aber auch Lissandra hat eigentlich in der Anfangsphase gegen zwei Leute gespielt. Aber wie ich schon gesagt habe, kann sie halt sehr gut farmen, da sie geringere Cooldowns auf dem Q hat und damit auch ziemlich schnell die Wave clearen kann. Stimme ich dir vollkommen zu. 600 Gold Unterschied ist halt zwischen Ahri und Lissandra da am Start. Wirkt erstmal gar nicht so viel, wenn man bedenkt, wie viele Minions das sind. Mhm. Trotzdem. Ja, durch den Dragon halt. Also der Dragon hat dann natürlich noch ein bisschen ausgeglichen. ESC hat dann den Dragon ja ziemlich locker machen können und das bringt natürlich die Ahri noch ein bisschen wieder nach vorne. Den prügelt sich nach wie vor. Jetzt kommt aber der Nocturne und so. Repel ist draußen. Man wird wahrscheinlich zu einem gegnerischen Minion. Nein, man kann sogar nicht weg. Ist die Frage, ob er da die Ulti auspackt. Ist noch auf Cooldown. Also ich denke mal, da war schon gut, dass jetzt hier der Flash von der Elise provoziert wurde. Sie kann halt beim nächsten Mal auf jeden Fall nicht wirklich was machen. Lissandra engaged hier wieder sehr aggressiv auf die Vayne. Konnte da schon genug Schaden rausdrücken. Nocturne hier ebenfalls am Start. Vielleicht versucht man jetzt hier in der Mitte, so gut wie es geht, Druck zu machen. Ahri immer noch bedrohlich auf der Botte. Sie fragt, ob sie da dazukommt und den Tower noch verteidigen. Das sieht so aus. Jetzt wurde hier der Grab auf der Nami gelandet. Sie verabschiedet sich instant. Das war wirklich gerade viel Schaden, musste aber auch schon die ein oder andere Ulti dafür verbrauchen. Auch die Sinn und Thresh waren auf jeden Fall gut daran beteiligt. Wichtig, ein Kill zählt hier wirklich mehr oder weniger doppelt und dreifach. Oh, Nocturne ebenfalls in Bedrohung, kommt aber noch weg. ESC baut jetzt hier mittlerweile Druck auf. Der Midlane Tower kann man ebenfalls nicht mehr gebrauchen. Twitch verabschiedet sich, Lissandra geht hier nochmal rein, schafft hier noch viel Schaden auszudrücken. Kriegt ihr sogar noch die Vayne. Und ich denke, das Ignite wird nicht ausreichen, um hier den Tod dann noch zu holen. Beide Teams äußerst aggressiv hier. Ja, also man sieht schon, die Sandra macht natürlich auch richtig, richtig viel Schaden. Also kann sich natürlich mit ihrer Ulti selbst schützen und hat dann noch mit dem Q die Vayne zerstört. Aber vom Thresh muss ich sagen, bin ich sehr begeistert. Also die Grabs von ihm, die treffen echt fast immer. Oh, und der nächste trifft. Oh Gott, wie konnte Ahri dieses Charme verfehlen? Das war wahrscheinlich so ein bisschen eine kleine Fehlreaktion, wobei es, glaube ich, ohnehin geschildert worden wäre. Tower war ja down, vielleicht hätte man hier ein bisschen aggressiver sein können. Trotzdem bleibt das Team von ESC hier in einer guten Position und vor allen Dingen der Geldvorteil ist zurzeit ziemlich groß. Auf jeden Fall, also 3400 Gold in der 18. oder 19. Minute ist auf jeden Fall schon sehr hoch. Also der Thresh macht das richtig gut. Also muss sagen, der hat echt jeden Lane geholfen und er trifft halt auch echt sehr viele Hooks. Also nicht schlecht. Wir schauen, dass das auch im Late Game oder im späten Midgame genauso bleibt. Twitch kommt jetzt hier unsichtbar dazu, profitiert also seine hohen Attacks mit. Oh, Thresh!
hat sich nach vorne geflasht. Hat nicht ganz funktioniert. Wäre natürlich ein überraschender Effekt gewesen, da an den Hook zu landen. Weil ey, man sieht ja schon, alle Ziele außer Zack sind unglaublich weich. Beziehungsweise Lissandra muss mal schauen, wenn sie ihre Ulti am Start hat, kann der Fokus auf sie eventuell in die Hose gehen. No. Hat jetzt ja auch hier das Rabadons nicht zu Ende gebaut, sondern ebenfalls die Homeguard-Erweiterung ausgepackt und noch den Wälzer-Goal. Was denkst du, was das Item-Build technisch da auf sich hat? Ja, mit dem Wälzer wird sie sich vielleicht einen Haunting Geist holen. Damit hat sie natürlich noch ein bisschen mehr Magie-Durchdringung. Also sie geht hier komplett auf Schaden. Also Mana-Regen scheint hier ihr nicht so wichtig zu sein. Also Fiend's Grail wäre vielleicht auch ein schönes Item gewesen mit den Cooldowns, mit der Mana-Regeneration und der Magieresistenz gegen dieses, sag ich mal, sehr AP-lastige Team mit Elise und mit Ahri. Aber sie entscheidet sich hier auf jeden Fall mehr so in die volle Schadensrichtung zu gehen, um dann halt auch Targets wie Vayne oder Elise wegzubursten. Bin jetzt hier auch immer noch ein entspanntes All-Random All mit. Vayne wird sich, denke ich, noch den Red Buff holen und dann in geraumer Zeit dazukommen. Das Team von der 1000 Kilo Handelbank ist da noch sehr verhalten. Wartet da quasi bis Twitch da das Kommando gibt. Oder man will hier wirklich die Mitte in keinster Form verlieren, diese Position halten. Was denkst du, was da der Sinn dahinter sein könnte, dass diese Position hier an sich gerade so wichtig für das Team von der Handelbank ist? Also ich sag mal, die Bottomlane und die Toplane, die wird jetzt, also die Creep Waves sind da eigentlich, also gerade auf der Toplane sehen wir eine größere Creep Wave für die 1000 Kilo Handelbank. Also da wird auf jeden Fall nachher noch Druck an den Tower kommen. Tower hat jetzt auch schon ein bisschen live verloren, also sie können da ruhig ein bisschen in der Mitte bleiben. Sollte natürlich jetzt auch nicht zu lange sein, denn da sie dann einiges an Farm verlieren. Und vor allen Dingen an Erfahrung, zu viert oder zu fünf teilt sich eine Minion Wave wirklich nicht gerade schön. Da passiert gar nichts, was dann den Erfahrungsschatz mehr oder weniger angeht. Und der Wave Clear mit der Ahri und ein Stück weit auch dem Lee Sin ist nicht schlecht. Hook wurde wieder gelandet, aber ist natürlich ein sehr, sehr tankiges Ziel. Jetzt wird hier volle Wucht engaged. Lissandra sehr, sehr low, kann aber hier mit der Ulti noch überleben. Nami beschleunigt und heilt sie noch dazu. Lee Sin wird hier ebenfalls hart in den Mangel genommen. Das Problem ist aber, dass sich hier schon der erste verabschiedete Nocturne nicht mehr am Leben. Zack wird ebenfalls nicht sehr lange bleiben. Die Vayne schnappt sich hier ein, Blob nach dem anderen Doppelkill. Für die Vayne, das war natürlich ein sehr, sehr mutiger Engage. Warum hat es nicht funktioniert? Ja, also die haben versucht, also gerade Zack und Nocturne haben versucht, auf der Vayne zu sticken. Die Vayne hat das auch gut gemacht, hat sich rausgeklänzt, hat ihre Ulti benutzt, sich Invis gemacht, die Targets weggedrückt, hat auch immer wieder ein paar Auto-Hits gelandet, konnte sich dann mit dem Blade of the Ruined King natürlich ein bisschen sustainen. Oh Gott, der Stun und der Charm. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber das war gerade absolut tödlich für den armen kleinen Twitch. Ja, sehr schön gemacht auf jeden Fall von ESC, also die machen das richtig gut. Ahri sehr mobil, hat man gesehen, wie viel das einfach bringt. Die Lissandra kommt rein, aber Ahri kann sich halt immer wieder neu positionieren und Lissandra ist auch richtig hart gedroppt und musste deswegen auch sofort den Kampf verlassen, was halt der Zack und der Nocturne nicht gemacht haben. Sie haben versucht halt die Vayne so lange zu chasen, bis sie stirbt. Der Lee Sin hat seine Aufgabe in dem Fall gut gemacht. Er hat sie halt lang genug abhalten können. Hat auch das Exhaust gefangen, was natürlich immer praktisch ist, wenn quasi diese Fähigkeit mehr oder weniger auf einen verschwendet wird, in Anführungszeichen natürlich. Ja. Ja, also der Teamfight war auf jeden Fall, man sieht auch schon, es sind jetzt inzwischen fast 6000 Gold, also ist schon ein ordentliches Puffer hier. Die Vayne hat auch inzwischen schon 2400 Gold mehr als der Twitch. Twitch mit 0-3 hat natürlich jetzt extreme Probleme da reinzukommen und wenn man sich anguckt, dass im Late Game die Vayne natürlich schon richtig, richtig stark ist, da wird auf jeden Fall ziemlich schwierig für den Twitch da noch zurück ins Game zu kommen. Hat sich auch hier das Static Shift geholt, hat quasi wirklich ein Item mehr als der Twitch, nicht nur durch die Kills, sondern auch durch den etwas erhöhten Farm, wenn man es miteinander vergleicht, aber beide nach wie vor Glaskanonen und da muss man halt schauen, dass man sich da wirklich gut positioniert und halt einen entsprechenden Supporter, der ihn da gut beschützt. Was denkst du, was da so der Vorteil sein kann für das Team von der 1000 Kilo Handelbank, wenn man Nami mit Thresh vergleicht? Ja, also Thresh ist schon eigentlich der bessere Supporter, um halt seine Targets, um seinen ADC auch zu saven durch die Lantern. Vayne hat auch selber mit dem Tumble und dem Condemn selber Fähigkeiten, sage ich jetzt mal, die gerade das Tumble hat nur 3 Sekunden Cooldown auf höchster Stufe 2. Hat sie auch Fähigkeiten, womit sie sich selber ein bisschen retten kann. Das hat halt Twitch alles gar nicht. Er kann sich unsichtbar machen. Aber wenn man einen Lee Sin im Team hat, dann kann man diese Unsichtbarkeit natürlich auch total kontern. Oder man hat einen Oracle. Und da hat die Vayne auf jeden Fall mit dem Thresh um einiges Vorteile. Denn Thresh kann eine Menge machen, um den ADC am Leben zu halten. Sei es mit dem Hook, mit der Lantern oder halt mit der Ulti.
muss auch hier dazu sagen, dass die Erwähnung des Aufspießens von der Vein enorm wichtig ist, gerade um halt einen in ultimativer Form befindenden Zack wegzudrücken. Und das kann halt kein AD-Carry direkt. Also sie hat da wirklich eine gute Schutzfunktion. Man muss halt schauen, dass die 1000 Kilo Handelbank da eine gute Engage-Möglichkeit findet. Hm. Ja, also man sieht auch schon, der Zack oben, die Elise macht jetzt schon richtig viel Schaden. Also die Elise hat sich jetzt... Ja, aber er baitet sie jetzt hier in den Fight hinein. Sie muss das Repel benutzen, seit die Frage, wo sie landen wird. Landet an der gleichen Stelle, wird festgehalten. Nocturne kriegt den Kill, vielleicht nicht unbedingt das beste Lee Sin. Wird hier ebenfalls noch festgehalten. Ulti von Lissandra ist raus, zack. So schnell ist der Kill da. Man muss jetzt natürlich viele Ultis nun verbrauchen. Hat sich aber, denke ich, gelohnt, um ein bisschen Präsenz wieder aufbauen zu können. Ja. Waren zwei Kills, also hat der Zack schön gemacht, schön gebaitet, hat gesehen, der Nocturne ist da in der Nähe und kommt gleich mit Ulti und auch der Rest des Teams ist sofort hingegangen. Ja, also die Elise hat sich jetzt hier für das Abyssal Zepter entschieden und will da wahrscheinlich ein bisschen Magiedurchdringung, mehr auf Magiedurchdringung setzen und um da halt sehr viel Schaden zu machen. Und das hat die 1000 Kilo Hantelbank auf jeden Fall sehr schön gemacht da oben mit den zwei Kills und somit auch den Geldvorteil auf 4000 reduziert. Muss auch hier dazu sagen, dass man mit Lee Sin den Tank hier an der Seite hat. Er droppt dann natürlich, was seine Tankiness angeht. Deswegen ist es ganz gut, wenn man da schon frühzeitig darauf setzt, dass er auch diese Rolle in irgendeiner Form erfüllen kann. Besitzt aber den Vorteil durch die vielen Wards, die er gemeinsam mit dem Thresh platzieren kann. Vielleicht ist das auch der große Vorteil, den sie dann später ausspielen können. Zurzeit halt noch ein kleiner Vorteil, gut gemacht von der Lissandra. Konnte dem Charme entgehen. Ahri immer noch mit der Ulti da am Start. Aufpassen, dass sie da nicht zu weit reingeht. Ja, weil dann kann die Lissandra sich auch mal... Ah gut, die hat jetzt keine Ulti gehabt, aber ich denke mal, ansonsten hätte die Lissandra sich auf jeden Fall ganz gut umdrehen können und da auch ordentlich Schaden machen können, denn sie hat schon Rabadons Deathcap, macht natürlich auch richtig viel Schaden jetzt schon mit der Ultimate, also da sollte die Ahri auf jeden Fall ein bisschen mehr aufpassen. Lissandra hat jetzt auch einen zweiten unnötig großen Stab geholt. Lee Sin wird jetzt hier ein bisschen abgefangen. Die Frage ist, wie lange lohnt sich das, ihn zu fokussen? Sechs springen dann auf die andere Seite, trifft aber die Vayne nicht. Sie ist zu mobil, Teamfight wird nicht engaged. Mittlerweile sehen wir, dass sich auf der Mitte weiter gemeinsam versammelt wird. Die Frage ist, geht man hier auf die Elise, um sie oben abzufangen? Lissandra wird jetzt hier von dem Lee Sin etwas erwischt. Wieder die Ulti draußen. Ich denke, nein, er überlebt es sogar. Nami-Ulti direkt in der Nähe. Alle bleiben schön in der Luft. Nocturne geht es nun rein, schnappt sich sofort. Die Ahri bzw. Twitch ist hier noch in der Backline. Das ist halt wichtig, wenn die Rate dazu kommen, dass sie von Weitem schießen kann, ist das überhaupt kein Problem für die 1000 Kilo Handelbank. Da ein Kill nach dem anderen Zone Repel reicht nicht ganz aus. Sehr, sehr knapp. Nami hielt hier noch ein bisschen. Jetzt versucht hier der Twitch da noch dazu zu kommen. Nein, schnappt sich keiner, aber das war halt gefährlich. Twitch überhaupt nicht in Bedrängnis und jeder ist nach und nach reingegangen. Gerade der Lee Sin war da in keiner günstigen Position. Nee, auf jeden Fall. Also auch die Nami-Ulti war sehr, sehr gut. Also sie hat echt drei oder vier Targets hochgenockt und die Ahri stand mittendrin in der Nami-Ulti und dann kam der Nocturne reingeflogen und konnte natürlich auch durch seine Passive wieder einmal reinkleaven und ordentlich Schaden verteilen. Vayne hat dann versucht natürlich einmal rumzulaufen um den Jungle und die Lissandra zu töten, aber Lissandra hat das gesehen und sofort die Vayne mit dem Q getötet und dadurch auch überlebt und hat sie sehr gut gemacht. Also... Die 1000 Kilo Hantelbank kämpft sich hier auf jeden Fall sehr gut zurück. Also, die lagen im Gold sehr weit zurück mit 6000 Gold und jetzt sind es wirklich nur noch 1700 Gold. Also, ja, sie machen das richtig gut. Und wir schauen, dass jetzt langsam die großen Objekte anvisiert werden. Ich denke, Dragon wird bald zurück sein, aber auch der Baron ein sehr, sehr bedrohliches und ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wir haben das in der Runde zuvor gesehen, dass da ESC einen echt krassen Fehler da gemacht hat. Da werden sie, denke ich, jetzt noch ein bisschen vorsichtiger sein, um diesen nicht so zu verspielen. Auf jeden Fall, also ich denke mal, sie werden jetzt gemerkt haben, in den Teamfights, da haben wir auf jeden Fall noch einige Probleme, also gerade mit Lissandra und auch mit Zack, da haben sie schon ordentliche Schadensquellen und der Twitch natürlich mit seinem Spray and Pray, auch wenn er jetzt ein bisschen vom Gold her zurückliegt, darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Natürlich da in der Lage, mehreren Zielen Schaden zu machen. Nocturne versucht jetzt hier dazu zu kommen. Smite reicht nicht ganz. Ja, Zack versucht jetzt hier so gut wie es geht auf die Vayne zu engagieren, aber sie kann sich halt ziemlich gut werden. Mittlerweile klumpt das Team von der Handelbank ziemlich krass, kriegt auch vergleichsweise Vishan und Vayne ist immer noch am Leben, kann ja wirklich einen Hit nach den anderen landen. Nocturne wird sich, denke ich, gleich verabschieden, aber 1000 Kilo Handelbank ist halt noch in der Überzahl, weil Twitch ebenfalls nicht gefokust wurde. Ja. Oder nicht stark genug. Vayne versucht jetzt hier zu kommen, wird jetzt, denke ich, die Gummiarme ins Gesicht bekommen. Ah, hat nicht ganz geklappt, holt hier sogar noch Lissandra. Ja, sehr schön gemacht. Sehr, sehr mutig gewesen, dass sie da so weit noch nach vorne geht. Ja, und man hat auch gesehen, wie stark einfach Sonjas Hourglass auf der Lissandra ist. Sie hat sich erst mit der Ulti geschildert
Hat natürlich ziemlich viel Schaden schon bekommen von Ari, also das haben sie nicht schlecht gemacht. Ari hat sofort viel Schaden auf der Lissandra hitten können, aber hat sich dann durch die Ulti unbesiegbar gemacht und dann auch noch durch das Sonja Hourglass, und das hat halt die Ari nicht. Also Ari hat permanent Schaden bekommen und ja, dann hat natürlich die Lissandra, das sind über 4 Sekunden, die sie natürlich da Zeit überbrücken kann, wo sie überhaupt keinen Schaden bekommt. Und man hat gesehen, als Sonjas Hourglass vorbei war, war die Ari tot, und ja, das hat auf jeden Fall den Teamfight gewonnen. Muss er natürlich ein bisschen honorieren, dass auch die Vayne sich da gut verhalten hat. Konnte da Zack weghalten. Er hat da seine Aufgabe in dem Sinne erfüllt, dass er sie beschäftigen konnte. Und es sah auch so kurz aus, dass jetzt Vayne wirklich anfängt, richtig loszurollen oder einen nach dem anderen zu schnappen. Hat aber nicht gereicht, weil nach und nach die Teammitglieder da sich verabschiedet haben. Muss halt schauen, wie man da quasi vorgeht. Ob man dann versucht, sie zu verteidigen, sie sich selbst überlässt oder halt andere Ziele wählt. Mhm. Und Lissandra, wie du bereits erwähnt hast, ist halt ein echt unangenehmes Ziel, gerade dann, wenn sie sich immer wieder unverwundbar macht und dadurch natürlich auch an ihre Cooldowns wieder rankommt, um den nächsten Spell nach der Unverwundbarkeit sofort dem Gegner ins Gesicht zu setzen. Auf jeden Fall, ja. Also ich denke mal, das Team von ESC wird sich wahrscheinlich jetzt ein paar Gedanken darüber gemacht haben, natürlich sollte man versuchen, den AP-Carry oder den AD-Carry wegzubursten, aber wenn man natürlich einen Sonjas Hourglass hat mit Lissandra und natürlich die Ulti auf sich selbst casten kann und die dann trotzdem noch Schaden macht, dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob es vielleicht nicht... das eine oder andere Tage gibt, was man da... Oh, schon wieder Ulti auf die Ari draußen, aber Thresh, unglaublich praktischer Supporter. Also so ein Rettungsmanöver kann halt nur er. Ja. Schafft es hier raus zu Ulti bei Lissandra fehlt nun. Muss natürlich schauen, was das Team von ESC da jetzt nun rausholen kann. Er hat natürlich nicht lange Cooldown, also 76,8 Sekunden Cooldown hat es momentan. Also im nächsten Teamfight wird es wahrscheinlich dann schon wieder ready sein. Und das sogar ohne Cooldown-Items, die Lissandra ja jetzt hier nicht gebaut hat. Aber man sieht dieser Bild von Lissandra schon voll auf Schaden zu gehen. Dadurch kann sie halt auch, wenn sie engaged, richtig viel Druck machen und richtig viel bursten. Und war wahrscheinlich auch dann die bessere Entscheidung. Ich denke auch, dass es wirklich der große Vorteil ist, dass sie sich halt entscheiden kann währenddessen. Ob sie voll aggressiv geht und sagt, okay, ich baller jetzt die Ulti auf den Gegner oder auf mich selbst, was ja auch entsprechend zu Flächendamage führt. Ari ist da so ein bisschen einseitiger, weil mit dem Deathfire Grass muss sie dann wirklich ein Ziel komplett auseinandernehmen. Und Twitch ist da so ein bisschen angenehmer, denke ich. Nocturne Ulti geht jetzt raus sofort auf die Vayne. Diese zieht sich so gut wie es geht zurück. Nocturne kriegt ja mittlerweile richtig viel Schaden. Flasht und raus. Zack kommt jetzt aber dazu. Und immer wieder die Bedrohung für die Vayne. Sie kommt da wirklich nicht sehr viel raus. Und die Lissandra wieder sehr, sehr low. Kann aber noch genug Schaden ausrichten. Und Twitch wieder nicht gefokust. Er kann ja einen Damage nach dem anderen raushauen. Und beide Tanks engagen und schaffen es immer wieder raus. Ja. Also sehr schön gemacht auch vom Nocturne. Er hat natürlich ziemlich viele Spells gefressen und man sieht, die Lissandra hat sogar noch ihre Ultimate. Also sie musste nicht mal ihre Ultimate benutzen. Und jetzt müssen das Team von ESC auf jeden Fall aufpassen, denn Lissandra hat noch ihre Ultimate, was natürlich ziemlich krass ist. Also sie kann da ruhig noch eine Menge Schaden raushauen. Rubaf wurde jetzt geguckt, ob er noch da ist. Hat aber leider schon jemand gemacht. Ich denke mal, die Ari. Also sie machen das auf jeden Fall nicht schlecht. Also der Nocturne da so krass reinzugehen... Sehr mutig, aber er hat es ja noch rausgeschafft. Und vor allen Dingen war es quasi hintereinander. Nocturne kam rein, hat dadurch schon das Cleanse provoziert. Und Nocturne hat dann wirklich viel Schaden gefressen. Er hat auch die Thrash-Ulti abbekommen, was immer wieder unangenehm ist, weil auch der Grundschaden von dieser Fähigkeit sehr hoch ist. Ist auch rausgeflasht und sobald er draußen war, war Zack wieder bei der Vayne. Und sie kam da echt nicht dazu, etwas richtig zu machen, sondern einfach nur bedrohlich zu sein. Es hat nicht geklappt. Sie war immer wieder diejenige, die sich halt verteidigen muss. Und wenn man halt gezwungen ist, sich verteidigen auch zu lassen, muss man da versuchen, den Tank umzubürsten, um dann noch einen Vorteil draus zu ziehen. Es war natürlich ein kleinerer Teamfight, lediglich einer ist gestorben. Trotzdem unangenehm. Auf jeden Fall. Und gerade Twitch hat halt mit Spray and Pray diesen Vorteil. Er bekommt halt 300 Attack Range, also kann auch ruhig etwas weiter wegstehen, um dann noch Schaden zu machen. Das kann halt die Vayne nicht. Vayne muss halt schon ziemlich weit vorne stehen. Und Zack hat das gut gemacht, kam ziemlich schnell an die Vayne ran. Cleanse war schon durch den Nocturne rausgelockt. Und dann blieb der Vayne nichts mehr anderes übrig, als sich zurückzuziehen. Ebenfalls lohnt es sich, die Elise zu erwähnen. Sie hat ziemlich viel Schaden rausgehauen, obwohl sie mehr oder weniger der Einzige war, der sich weit nach vorne getraut hat. Also wirklich weit in Feindesland bei der Lissandra, bei dem Twitch. Trotzdem hat es da nicht ganz gereicht. Nächster Teamfight wird eventuell wieder in der Mitte stattfinden, wobei halt auch der Baron immer attraktiver wird. Ja. Also jetzt wird es auf jeden Fall, sobald einer in dem nächsten Teamfight sterben wird,
und dann zu Null getradet wird, wird auf jeden Fall der Baron, denke ich mal, gefokust. Oh, Zack versucht jetzt zu engagieren, trifft auch die Lissandra, beziehungsweise langsam Lissandra kommt da jetzt noch dazu. Man wird jetzt hier ziemlich krass auf die Spinne gehen, auch Ahri verabschiedet sie nebenbei. Der Twitch wird überhaupt nicht gefokust, immer wieder schafft er es da Auto-Attacks, auch mit seiner unglaublich hohen Reichweite, sondern ist nicht gerade schnell so. Oh, schöne Blase auf die Vayne, sie wird jetzt, denke ich, jetzt komplett zerreißen, schafft es noch die Passive von dem Zack rauszuholen. Der Thresh rettet hier nochmal den Lee Sin. Oh, die arme Elise, die war hier wirklich hart im Fokus. Und wieder war auch der mutige Einsatz von der Lissandra, dass sie nach vorne geht und da ihre Ulti aktiviert, wobei sie halt auch zwei Absicherungen hat. Ja, auf jeden Fall. Also auch der Twitch. Man muss sagen, die Ahri stand auch echt nicht wirklich... Sie stand halt ziemlich deep und der Twitch kam sofort an die Ahri ran und konnte sie halt bursten. Und die Ahri hat halt nichts, um sich zu verteidigen. Und Lee Sin versucht jetzt hier nochmal den Steal rauszuholen. Ah, man hat ja ein bisschen gewartet mit dem Damage. Gut gemacht und hat den Baron nicht angegriffen. Hat gewartet, wirklich kommt Lee Sin dazu, weil wenn nämlich sein Q vorbei gewesen wäre, hätte er ganz einfach keine Vision mehr gehabt, hätte er sich nicht reingehen können. Das heißt, man hat wirklich den Baron ganz einfach komplett in Ruhe gelassen, wartet, bis er sich entscheidet, reinzugehen oder nicht, hat ihn gekillt und dann entspannt noch den Baron geholt. Ja, also wenn man mal sieht, vor 10 Minuten lag ESC noch mit 6000 Gold Unterschied vorne und jetzt hat sich die 1000 Kilo Hantelbank einen Goldpuffer von 4000 Gold. Das heißt, die haben 10.000 Gold Differenz aufgebaut durch die ganzen Teamfights und das hat die 1000 Kilo Hantelbank super gemacht. Also sie haben in den Teamfights super koordiniert gespielt, super auch Positioning gehabt. Die Lissandra stand immer sehr gut, hat die Gegner gebaitet, dann ihre Ulti auf sich selbst gemacht. Sonjas Auglas Twitch stand auch immer sehr gut, konnte nie gefokust werden, wurde auch nie gefokust, war eigentlich fast jeden Teamfight voll. Alles live und konnte da mit der Ulti einfach reinhalten, die Gegner. Also besser kann man das nicht machen. Das ist auch, glaube ich, das große Problem, dass der Elise und der Lee Sin nicht diese hundertprozentige Tankrolle erfüllen können. Beide haben einen hohen Grundschaden, bei der Lee Sin, wer von Lee Sin, wird mittlerweile natürlich hart droppen, weil er sich so viele tanky Items geholt hat, auch gerade für das Team mit der Ägide der Legion definitiv praktisch. Aber halt ungünstig. Der harte Engage ist halt immer noch auf der Seite von der 1000 Kilo Handelmann mit dem Zack und mit dem Nocturne. Sei es gleichzeitig oder hintereinander. Auf jeden Fall. Und die Lissandra darf man nicht vergessen. Also die macht hier echt schon die ganz dicken Engages. Und von der Lissandra geht auf jeden Fall alles aus. Also die Lissandra engaged first und dann kommt der Zack. Also sie macht das auf jeden Fall richtig gut. Sie gibt ihrem Team da jemanden, der da den Ton angeben kann und sagen kann, wir engagen jetzt, ich gehe mit meiner Ulti rein und dann kommt ihr anderen hinterher. Genau, Nami natürlich auch immer derjenige, der wirklich gut verteidigen kann mit dem Heal, mit der Blase, würde sich wirklich ein Gegner hart dem Twitch nähern. Von der Team-Composition gefällt mir halt das Team von 1000 Kilo Handbank besser, wobei natürlich einzeln betrachtet ESC auch gut dabei ist, aber die Composition ist halt das Entscheidende, dass man wirklich da gut zusammenarbeitet und halt schauen, wie man auch an die Fights kommt, weil wenn man sich jetzt von einzeln erwischen lässt, ist das halt höchst bedrohlich für die 1000 Kilo Handelbank. Ja. Gerade die Ahri, wenn sie sich einmal erwischen lässt von der Ulti, von der Lissandra, dann hat sie da auch nicht mehr wirklich viel, was sie machen kann, denn sie hat halt nicht wirklich Magieresistenz gebaut und auch keine Rüstung, also sie wird da auf jeden Fall ziemlich schnell sterben. Oh, Nocturne geht jetzt hier gnadenlos rein, Nami Ulti kommt jetzt sofort sehr, sehr aggressiv dazu und Ahri verabschiedet sich mehr oder weniger instant, Twitch immer noch in der Lage, viel Schaden auszurücken, jetzt kommt hier noch die Elise dazu, sie wird aber komplett umgebratzt von unserer Ratte, der Thresh schafft hier noch einen Kill zu holen an dem Zack, aber ein Tank für drei Mann, beziehungsweise Vayne hat sich krass zurückziehen müssen, ist natürlich absolut tödlich. Wieder die gute Positionierung des Teams und wieder der harte Engage auf die Ahri. Sie hat sich komplett verabschiedet. Ja, also Lissandra hat das wieder sehr gut gemacht, einfach sehr gut engaged auf die Ahri. Sehr, sehr aggressiv, wird hier noch zurückgeholt. Also ich denke mal, sie werden jetzt hier auch finishen, also sie werden da nicht mehr wirklich viel machen können. Oh, er sieht sehr krass. Oh, die Arme. Vayne wird ja sogar noch von der Blase getroffen. Und das Team von der 1000 Kilo Hantelbank ist weiter. Diese werden wir im Finale sehen. Nicht schlecht gemacht. Hat mir gut gefallen. Wir begeben uns in die Statistik.